Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, ihr seht schon, ich habe das Baron jetzt schon hier reingeschmissen und gleich mal erst wieder rausgeschmissen. Ich tue jetzt schnell mal das ganze Zeug, was wir gefunden haben, in unser System einschieben. Und wie scheint, ist es schon wieder bummvoll. Ja, super. Ich muss also mal wieder anfangen, Sachen zusammen zu ballern. Ne? So gut wie es geht. Weil ich natürlich teilweise noch Sachen nicht zusammen geschafft habe. Ich halte mich gerne auf. Alles andere außer dieses System. Ich kann mir eigentlich mal die Leaves vom Hals schaffen, ne? Eigentlich nur einen Bin. Oder wie das heißt, wer ist denn das jetzt? Reactor, wo habe ich das gefunden von? Bin. Bin oder für das ein Bin ist. So ein Mülleimer. Dann könnte ich da die ganzen Leaves reinpacken. Dann sind die Leaves weg fürs Erste. Oder Trashcan? Trashcan? Ja, Trash. Void. Trash Void. Iron Nugget, Chest und Iron Ingot. Dann schicken wir das Ganze einfach. Oh, wo tun wir das hin? Setzen wir das noch hier dazu. Dann brauchen wir ein Exportkabel. Und dann brauchen wir rein theoretisch von den Leafs jeweils. Oh Gott, wie viele verschiedene Leaves. Okay, guck mal, was wir am meisten haben. Jungle Leaves zum Beispiel hier. Kommt hier rein. Und dann sollten sich die Jungle Leaves hoffentlich verringern. Dann noch viel Iron Leaves in dem Fall. Dann viel Redstone Leaves. Viel Lead Leaves. In Zukunft soll sich da vieles verändern an dem ganzen System dran. Also ich habe da schon Ideen, wie wir genau da fortfahren können, damit das funktioniert. Machen wir mal hier Speed. Ein Speedy Upgrade und ein Stack Upgrade. Upgrade und dann sollten wir sehen können, wie die Leaves anfangen zu verschwinden und wir die auch alle wieder zurück ins System holen können. Den Leaves habe ich hier auch noch gar nicht. Habe ich den Leaves schon? Den Leaves habe ich schon, scheiße. 31.000 Merlin Leaves. Zum Beispiel, was hat viel? 14k Diamond Leaves habe ich noch. Diamond Leaves habe ich schon, Jungle Leaves habe ich auch schon, Lapis Leaves, Lead Leaves. Ja, dann habe ich jetzt Sand Leaves. Komm, wir nehmen noch diese komische Wahrheit. Lapis Leads, Seeds, Dinger da. Dann sollte der jetzt auf jeden Fall schon mal durchfahren und das ganze System hier rein und exportieren. Mal gucken nach Leaves. Dann
sollten wir eine deutliche... Was haben wir so? Warte. Sehen, wie die sich reduzieren, hoffentlich. Er scheint auf jeden Fall ordentlich alles durchzukommen. Das ist schon gut. Leute, ich kann jetzt hier noch einen Nugget, einen Lithium. Da sieht man schon wieder, wie viel frei wird auf einen Schlag. So, jetzt habe ich hier 8 Blocks Boron. Dann brauche ich ein bisschen Steel. Machen wir mal 8 Blocks Steel. Wie gesagt, es ist jetzt nicht wirklich die, würde ich sagen, spannenden Folgen. Aber ich muss halt dieses Tough Alloy herstellen. Und das ist doch relativ tough zu machen. Oh Gott, der war scheiße. Und dafür brauche ich dann wieder Lithium. Aber Lithium sollte ich mittlerweile haben. Lithium. Nicht nur ein paar Dinge, sondern auch ein paar von euch. Ich will euch alle reinhauen. Dann sollte das hoffentlich gleich wieder dazu führen, dass wir hier Tough Alloy finden. Und dann sollte das Ganze doch ganz gut laufen. Wie gesagt, ich will mein Batteriesystem einfach stabilisieren. Und mit so einem Reaktor, glaube ich, sind wir da ganz gut aufgestellt in Zukunft. Weil dann kann ich das ganze Zeug in Zukunft abbrennen. Und ich hätte halt gerne eine stabile Energiequelle, die nicht so komisch aufgebaut ist, sondern ein bisschen schöner. Dann haben wir auch in Zukunft vor, dass wir so Compact Worlds machen, wo wir dann Abbauten reintun, also so eher von Bäumen das Ganze strukturiert machen. Und dann wollte ich noch gucken wegen... Da muss ich in die Achievements kurz gucken. Das wollte ich jetzt machen. Um das zu reduzieren alles in Zukunft, hätte ich gerne hier mein Blue Mulch. Den hier. Dafür brauche ich den Black Mulch. Okay, fangen wir an. Brown Mulch. Das ist Kakao Beans und Sticks. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir locker hin. Grow Rate alles erhöht schon mal. Jetzt werden wahrscheinlich schon viele sagen, na endlich, mach das. Ja, aber ich tue es auch erst austauschen, wenn es sich lohnt. Biofuel, wir machen Biofuel aus dem Crusher. Echt, in dem Crusher irgend so ein scheiß Saplings reinhauen und dann kriege ich den Zweck raus? Was? Habe ich den Crusher oder was? Ne, jetzt mal ein Manufacturer. Bist du ein Crusher? Ich habe noch keinen Crusher, ne? Wäre auch zu cool gewesen, wenn ich einen Crusher schon hätte. Crusher. Ich brauche einen Crusher, Leute. Alles in der Mitte. Steel. Krieg ich hin. Absolut kein Problem. Den vielleicht gleich upgraden. Basic Crusher. Nope. Und dann Advanced. Okay, dann geht es hier weiter und dann kommt das Elite-Ding. Aber wir haben jetzt erstmal den Simple Crusher. Das heißt schon mal von Anfang. Und da tun wir jetzt ein paar Saplings rein. Nehmen wir doch einfach mal so Standard 085. Nein, die Emerald Saplings lassen wir nochmal. Die Gold Saplings nehmen wir jetzt in dem Fall. Ah, der braucht so Speed Upgrades. Wo sind denn die blauen Speedies? 8 Stück davon. Energy. Haben die ja, glaube ich. Auch wenn ich mich hier. Hatten die nicht? Support Speed Energy. Doch, Energy. Ah, da sind sie ja. Gesehen, gefunden. So, da kriegen wir gleich die ganzen Upgrades mit rein. So. Ich bin noch ein paar Saplings. Sind ja eh die Saplings schon so sehr reduziert mittlerweile. Also wenn wir das anschauen, achso, Saplings habe ich ja gar nicht verbraucht, haha. Ich habe ja die Leaves jetzt weggehauen. Aber der bringt auch zum Glück immer 24 Decks raus, bedeutet, das ist gar nicht mehr so schlecht. Einfach beim Morg. Ich muss noch gucken, dass ich den Faden nicht verliere. So. Fun Fact, ich verdoppel ja auch immer eigentlich dann die Menge.
was haben wir denn jetzt bestimmt ganz viele Leute bestimmt? Sachen, die mich eigentlich gerade nicht interessieren sollten. So. Und dann 1, 2, 3, 16 Stück, 32 wieder. Okay. Dann haben wir da als nächstes den Amber Move. Dafür brauche ich Substrate. Dafür PCN. Pressurized Reaction Chamber mit einem Substrate oder Biofuel. Hydrogen und Wasser. Oder Elifion. Oh Gottes Willen, okay. Wie viel haben wir jetzt? 166, Doppelchain 150. Robbie Move ist schon geil, aber das letzte, der letzte ist halt over 9000 hier. So. Das ist der rechte schon mal. Wir haben schon mal ein bisschen Move gemacht. Eigentlich war ja die Wartezeit nur dafür, um zu gucken, wie es hier vorne geht. Tough Alloy. 7 Blocks warten schon auf dem Ausguss. Dann sollten wir die noch nicht warten lassen, oder? So, das wird nachher wahrscheinlich noch aufgefüllt dann. So. Dann können wir zurück zum Reactor. Oder zum Controller. Da waren wir ja zurück. Zuletzt Controller. So, dann. Ich glaube, wir können gerade den machen. Habe ich die jetzt zur Seite gelegt, ich Depp? Oder was habe ich mit denen gemacht? Nee, ich nicht. Die habe ich wahrscheinlich. Transplanting habe ich da wahrscheinlich reingeschoben dann, okay. Machine Casing kann ich auch machen. Check. Gut, dann die Furnaces habe ich, die habe ich jetzt, brauche nur noch die hier. Dafür brauche ich Tough Alloy und Magnesium. Dafür brauche ich Boron. Habe ich jetzt gerade jedes Boron eigentlich weggeschossen. Boron. Ich habe kein Boron mehr. Habe ich noch ein bisschen normales Boron einfach? Haben wir kurz ein bisschen Boron raus, bitte. Ich brauche ein bisschen Boron. Ich brauche gerade einfach so viel wie geht. Sollte ich doch jetzt mit ein bisschen Boron. Und was war das andere, was ich dafür brauche? Controller. Controller brauche ich hier, bitteschön. Controller, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er, der Controller. Für das Ding brauche ich dann Magnesium und das wird aus Magnesium. Habe ich Magnesium? Magnesium, ja, habe ich. Bauen wir das mal zusammen da rein und dann schauen wir, was passiert. Nicht in den Itemholder. Jetzt holen wir alles raus. Die Link jetzt. So. Die bringen auch schon ein bisschen was. Zack, das auch wieder zurück. Magnesium muss ich dann noch durchschmelzen. Magnesium Deep Fried. Okay, dann kommt das da rein. Dann brauche ich Controller wieder. Zack. Und dann kann ich einen von euch machen. Weil einer reicht ja. Und dann geht das ganz, ganz schnell und easy. Wir nehmen einfach zack und wir haben den Controller. Nice. Und rein theoretisch kann ich dann oben alles für den Reactor bauen. Was wichtig ist, man sollte vielleicht einen guten Platz suchen. Kann ich hier so mitlegen? Wood Slabs. Aber das ist halt alles scheiße geworden, ne? Ich glaube, es gibt einen Builder jetzt hier. So, den hier. Den sollte ich, glaube ich, machen können. Obsidian. Ich brauche nur Obsidian. Aha. Ich muss mir dann echt mal Obsidian automatisieren. Ah, das werden wir dann ein paar der Folgen machen. Der folgenden Folgen machen. So, ich brauche bitte. Buckets brauche ich, ne? Ich brauche eigentlich nur Buckets. Warum gebe ich das jetzt hier ein?
Lava Buckets. Ich brauche 3 Stück Lava Buckets. Und einen normalen Bucket. Ich vergesse jetzt mal, dass das ein Unterschied ist, wie ich was mache. So. Jetzt da schauen. Können wir so einen schönen Bilder machen. Nice. Vorteil an dem Bilder ist, ich kann den jetzt hier mittig bei mir aufstellen. So machen. Plack. Dann kann ich hier auf Square. Ah, ne, Solid. Und ist der eigentlich 1 zu hoch? Ja, da gibt es jetzt so ein GPS-Ding wohl. Warte mal. GPS. Marke und dann kann ich den Block hier markieren und den hier reinlegen. Okay, nee, das ist jetzt nicht passend. GPS macht gerade den hier. Und den hier reinlegen, perfekt. Und dann können wir die Size einstellen.